warte, hier. Cut to the chase. Tja. Doof, ne? Don't blink. Let's dance. Ja, gut. Freeze. Ja, das ist doch schon praktisch. Ja, sie ist praktisch. Sie will ich definitiv weiterhin im Team haben und weiter mit leveln. Sie ist halt ultra, ultra schnell. Noch schnell, also, ne, vom Dings her, vom Angriffsmuster halt wirklich die perfekte Mischung aus Kaya und Zhao. Plus halt die Power von Lisa. Also Electric Power, ne? So, das bringt jetzt auch nur was, wenn ich erstmal Wasser frisiere, also Wasser drauf gehe. Incoming. Cool it. Achso, ja, stimmt. Erstmal hier, ne? Go, Barbara. Dodge this. Na komm. Dodge this. Don't get frostbite. Na komm. Ja. Okay, also die Kombination ist halt auch wirklich cool, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hätte jetzt noch ein Typ gefehlt, denke ich. Dann hätte das vielleicht noch besser gepasst. Bin mir halt nur nicht sicher, welcher. Der Bodentyp hat jetzt nicht so gut in die... Vielleicht der Feuertyp noch. Vielleicht hätte der mit Überladen auch besser in die... Also Dilek besser in die Kombi gepasst, als unser Charakter, unsere Protagonistin. Aber ansonsten, also die Typenkombination aus Kaya, Kicking und Babre war jetzt gar nicht mal so übel. Nö. Die nehmen wir auch noch mit. Auch wenn wir das Laternen-Ding überhaupt nicht mehr wahrscheinlich brauchen. Hoffe ich. Wenn doch, dann haben wir wenigstens, haben wir es wenigstens mit. Hierhin, genau. Ja, nehmen wir den hier, ne? Anders bleibt uns das ja nicht gerade übrig, ne? Ja, aber das kriegen wir ja auch hin. Nö. Dauert ja nicht lange, bis wir da sind. Yes. Boah, ich wollte echt keinen Bock mehr, die Laternen-Dinger zu machen. Ne? Ja. Die sind auch so... ja, ich weiß nicht. Ich will halt, wenn, dann... geschichtlich, also hier storytechnisch was machen und nicht immer die ganze Zeit nur dieses Repetitive. Also irgendwie ein bisschen... ich mag das Laternen-Ritual-Festgedöns schon. Aber, das große Aber, ich finde es doch etwas, etwas too much mit den Aufgaben. Es hätte weniger sein können. Also diese es muss ich besser... ich, meiner Meinung nach muss ich das besser in der Overworld so, weißt du... ich sag Witcher 3. Ich glaube, dann weiß jeder Bescheid, der... ne, weiß zumindest schon mal die grobe Richtung. Witcher 3 Nebenquest. Wow. So, das meinte ich. Ist halt hier nur eher so... Fallout. Okay. Freeze! Don't push your luck. What's the hurry? Incoming. Nowhere to hide. Go. Freeze. Was ist der das da? Okay. Dodge this. Ah, freeze. Ja, deswegen wollte ich dich eigentlich fertig haben, bevor das passiert. Ja, danke schön.
Ich sollte echt mal wieder, Na komm, dann wir sie. Let's dance. Ready, steady, go. Okay, ich weiß nicht, was sie da macht, aber gut. Also Barbara. Speed of light. Na komm. Okay, es scheint sogar so ein, zum Teil so ein Dings zu sein. Keine Ahnung, was es sein soll. Das wollte ich jetzt, meine Ult wollte ich jetzt nicht an diesem kleinen Typen jetzt noch vergeuden. Aber bin gerade verwirrt, was die Special Attacke von. Also mal ist das wie dieser Sprint von Zhao. Und mal ist das wie hier von Lisa das Teil. Hier ihre Spezialattacke. Sehr komisch. Nö. Ja, haben wir hier noch was liegen? Oh. Pilz, nehmen wir mit. Aber die Dings haben wir jetzt fertig, die Aufgabe, die Tagesaufgaben, ne? Genau. Tagesaufgaben sind erledigt. Ja, die sind ja auch schon immer so repetitiv in dem Sinne, dass ja halt nicht wirklich was Neues jetzt gerade passiert. Wir gehen irgendwo hin, haben entweder vier verschiedene Aufgaben, entweder besiegen wir welche, sollen die Wachtürme machen. Diese Zeitdinger haben wir. Oh, und dann gab es doch noch was. Und jetzt mittlerweile das mit diesem Ballon. Wo wir den zerstören sollen, bevor der am Ziel ankommt. Das sind so die vier Dinge, die man momentan als Tagesaufgabe kriegen kann. Beziehungsweise, wenn hier so, ne, halt Schlüssel finden, Tauben füttern, dieses, ja. Genau. Mache dies, mache das, mache jenes, ne? Ja. Auf Dauer kann das echt ermüdend werden, ne? Wie gesagt, da ist dann doch, aber ich glaube nicht mal, dass man das wirklich als Vergleich ziehen kann. Aus dem einfachen Grund, dass hier ist ja ein Endless Game, also ohne Ende und hier, Witcher 3 hat ja ein Ende. Also irgendwann ist es ja durch, das heißt, die Chance, dass man Aufgaben hat, die sich wiederholen, ist ja höher, umso länger das Spiel ist. Und wenn du dann so ein Endless Game hast, also dass sich das endlos weitergeht, oder auch immer was reinpackst, ne? You know? Ist, glaube ich, verständlich, was ich meine. Dann war es eigentlich abgeholt. Ja. Ist ein bisschen... Na, da wollte ich eigentlich gerade nicht hin. Ich habe mir hingemacht. Dankeschön, Spiel. So, sie trainieren wir ja jetzt so. Aber hier hinten haben wir noch zum Beispiel Beidou. Und sie hier. Die sind ja doch... obwohl, Beidou geht ja eigentlich mit Level 20. Aber hier, guck mal, hier unsere... Qinyan ist ja ganz schön... okay, gleich auf Level 14. Sehr cool. Oh, hat die Angst vor Froschen? Ja, anscheinend schon. Okay. Cool. Also das Detail, ne? Meine ich damit? Ich glaube, hier habe ich aber nicht so viel, ne? Das muss ich kurz überlegen. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Ah, ja, das haben wir mitbekommen. Ja. Es hat so viel. Das ist einfach viel zu viel. So. Was? Ach, ja, ist einfach viel zu viel, ne? Come take a look. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
Müsste heute 5 machen und morgen 4, dann hätten wir das hier auch wieder durch. Was haben wir denn hier? Ja. Machen wir schnell. Ich glaube, vorher mache ich kurz mal eben die Aufgabe. Aufgabe. Ja, heute ist echt nicht mehr Tag. Die Aufnahme neu, ne? Ich habe echt nicht auf die Uhr geguckt. Es wird nur eine halbe Stunde sein, aber ich schneide heute mal lieber besser. Ich schneide es ja nicht heute, ich schneide es später, aber you know. Ja, gut. So, das wäre erledigt. Dann können wir nämlich einmal hier runter. Ohne, dass ich mir ab jetzt Gedanken machen muss, dass ich dann hier dauernd auf die Uhr gucken muss. Ich weiß jetzt nur, ihr habt jetzt genau eine Stunde Zeit. Ich werde die Stunde nicht komplett ausnutzen. Ich werde wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde oder so machen. Aus dem einfachen Grund, ich mache nur ein paar, ich mache nicht alle. Wenn ich alle machen würde, würde ich glaube ich eine Stunde schon dran sitzen. Aber ich bin halt momentan etwas angeschlagen. Nicht körperlich, also keine Sorge, ich bin nicht weder erkältet, noch habe ich irgendwelche anderen. Ist einfach gerade echt wow. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Okay. Cool. Ja, ist halt momentan so ein bisschen. Liegt aber auch nicht an Coroni. Also keine Sorge. Wie gesagt, also weder daran, dass es da ist, noch dass ich es irgendwie hätte. Ist halt. Wenig Schlaf. Achso, das ist einfach nur nicht nachgespawnt. Und deswegen habe ich gerade das Gefühl gehabt, in der Luft zu schweben. Cool. Ja. Ne? Wenig Schlaf und dann ist man den ganzen Tag so matschig und daran liegt's. Nö. Könnte meinen, ja gut, dann nimm doch mehr tagsüber auf und dann kannst du nachts schlafen. Nachts kann ich eh nicht schlafen. Oh nö, nicht schon wieder das. Hi. Ja, ach stimmt, da war ja was. Um wie viel Uhr? 21. Ja. Später haben wir es? Wow. Das ist halt wirklich eine halbe Stunde. Ne? In-game. Wahrscheinlich so fünf Minuten, aber gut. Egal. Hi. Ja. Okay. Es wird schwerer als beim letzten Mal. Ist das Bild komplexer? Nein, nein, das Bild ist leicht zu erkennen. Es besteht immer nur aus 3 Teilen. Schwierigkeit liegt darin, wie du sie richtig rotierst. Heute ist das Bild Mora. Okay. Ja, und danach Kranich wahrscheinlich, ne? Beim nächsten Mal. Genau, ich mache mal die mittlere. Ich verstehe. Ja, das wird das sein, ne? Ja, ja. Aber ist auch nicht viel schwerer. Na komm. Nein, noch einmal die linke. Dann sollten wir es haben. Genau. Die in der Mitte hat halt alle 3 gedreht. Die rechte hat die beiden äußeren gedreht. Und die linke hat halt nur den links gedreht. Das ist halt nicht so schwierig. Ja. Ich habe da Talent für. Das hast du gut beobachtet. Ja, das weiß ich. Da. Ja. Haben wir schon? Ja, jetzt haben wir es. Okay. Wir fangen wieder hier oben an und arbeiten uns nach rechts durch, okay? Was haben wir hier denn noch? Ich muss mal kurz gucken. Nach Nachrichtenliste ist es nicht. Ach, egal. Wird schon irgendwas sein. Okay, gut. Das ist eine eigene Markierung von mir, ne? Habe ich das gerade weggemacht. So doof. Weil ich immer so doof bin und dachte, okay, ich will es immer noch extra markieren. Damit ich dann... Oh, nö. Ich habe das komplett vergessen, dass ich das ja gar nicht machen kann. Ich bin so ein Assassin's Creed gerade wieder. Wenn ich in hier drin bin... Bin ich voll mit Assassin's Creed Steuerung. Dass man halt noch... In Assassin's Creed kann man es halt auch, glaube ich... Oder kann man auch nicht, ne? Nee, kann man auch nicht. Wo habe ich das denn, wo ich das auch trotzdem nochmal markiere? Egal. Und wenn ich dann in Assassin's Creed bin, dann habe ich die Steuerung hier im Kopf und will dauernd mit L1 die Karte öffnen. Also L1 ist ja hier, um dieses rotierende Rad da zu öffnen, ne? Hier das hier.
ist L1. Ne, und hier ist Chat, der mittlere Tastenfeld von dem Controller und. Ja. Ne? Hä? Ich bin verwirrt. Ach, da vorne. Ja, siehst du? Jetzt wollte ich gerade die Karte öffnen und hab, ja. Das Textfeld. Ne, Text. Ja, egal. Der Chatfenster. Geöffnet. Cool, dass wir hier Aufwand haben. Das gefällt mir. Brauche mir keine Sorgen machen, dass ich hier nicht antanze. Kommen wir sogar hier hin. Ich meine, wir klatschen gegen die Wand und müssen noch ein bisschen klettern, aber. Finde den Schatz, ja. Das hier ist aber nicht der Schatz. Das ist eine Herausforderung. Deswegen habe ich hier auch so ein Dingschen gemacht, ne? Na, hier. Also ich glaube nicht, dass wir hier die Herausforderung machen müssen. Ich gehe mal kurz hier einmal rum. Weil das letzte Mal war es ja auch nicht so, dass wir da irgendwie eine Herausforderung machen müssten. Es war ja einfach diese komische Kuppel meistens. Warte, ich gehe mal ganz runter. Wenn wir da hoch wollen, kommen wir ja wieder, ne, per Schnellreise hoch. War ja diese Dings, wo man diese Schlüssel für braucht. Ne? Und da war ja meistens der Schatz, oder nicht? Oh, hier ist ein Dings. Können wir gut gebrauchen. Geosiegel. Ich weiß zwar gerade wieder nicht, wo ich los werde, aber irgendwo werden wir die schon los. Der soll halt hier irgendwo sein, ne? Oh. Ja, komm. Incoming. Nowhere to hide. Stop. Ja, danke, dass das Spiel weitergeht, während sonst ja eigentlich immer Pause ist, während man hier denen was zu essen gibt. Dankeschön, Spiel. Dass du da so konsequent bist. Was das angeht, was das Essen angeht. Ich hätte mal den Dings aufsuchen sollen, ne? Ach, Gott, nein, ich wollte das hier machen. Dodge this. Yes. Should. Was bist du denn? Hi! Speed of light! Yes! Sie ist halt wirklich so schnell wie das Dings, ne? Schau, so schnell wie der Wind und sie ist halt wirklich so schnell wie der Blitz, ey. Eieieiei. Lichtgeschwindigkeit. So, nehmen wir das mal mit. Können wir ja gut gebrauchen irgendwann. Da ist das doch da oben. Bin mir halt komplett unsicher, ne? Ich gehe mal kurz hier einmal rum. Entschuldigung. Wollte ich jetzt nicht stören. Wollte ich auch nicht andütschen. Hui. Es ist halt gut möglich, dass es doch da oben ist, ne? Hm. Ich habe euch gesehen. Ich habe aber leider kein Interesse an euch. Es tut mir furchtbar leid. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Hm. Und sowas meine ich dann halt. Dann dauert das so ewig lange. Ich meine, ich sitze jetzt schon wieder seit 10 Minuten dran, ne? Das ist für mich wieder gefühlt 3 Jahre. Ja. Gerade. Also echt. Wow. Wir haben die Quest gerade mal angefangen. Das ist es ja. Ist ja nicht so, als wenn ich sagen würde, oh ja, gleich beendet und so. Na, wir sind ja noch nicht mal annähernd
ne, irgendwie. Ne? Ich meine, ich mag Rätsel und so, aber das ist wieder keine Rätsel. Das ist einfach nur Unsicherheit, was man machen soll. Hier. Okay, ihr seid aber Freunde, ne? Ja, sonst hätte ich schon längst angegriffen. Genau, hier. Ich wollte gerade sagen, bist du, Dings... Unzerstörbar, aber nein, ist es nicht. Es ist wirklich die Herausforderung da oben. Es ist wirklich die... Was, wenn wir die schon gemacht hätten? Hätten wir dann irgendwie schon das... quasi vorgelöst, wie ich das meistens mache. Wie hier in Valhalla. Das dürfte eigentlich jetzt schon gekommen sein. Weil, ja, definitiv. Wenn ich so drüber nachdenke, definitiv, wo ich, die Folge müsste schon ist schon längst, beide, selbst wo ich jetzt gerade aufnehme, nicht beide, aber, you know, ist auf jeden Fall ein bisschen her, dass ich da mal so ein Dorf, geklärt habe, so, und mich noch gewundert habe, ja gut, alles, ne, mit der, die Geschichte mit dem Bären. Und den Berserker, wo wir dann doch nicht den Bären mitnehmen durften, was ich sehr, sehr sad fand, aber gut. Ist nun mal Spiel, ne? Spiel gibt die Regeln vor. Ich war gerade ein bisschen perplex, ob sie wirklich stehen bleibt oder ob sie runterfällt, deswegen war ich gerade ruhig. Auf jeden Fall bin ich jetzt da gewesen, um Verstärkung zu holen. Und die so, ja, die Leute da haben unser Dorf da überfallen und so. Und wir hätten das gern wieder zurück. Ich gehe ins Dorf, um mich vorzubereiten, da das aus den Fängen von ganz, ganz fiesen Leuten zu befreien. Und merke, oh ja, ich habe schon geklärt. Und zwar richtig ohne Respawn, ohne sonstiges, so dass ich gleich hochgehen konnte, das Horn blasen, um denen Bescheid zu geben, dass es geklärt ist. Gut, dann, ja. Ach nö. Ja, das schaffe ich doch. Schaffe ich so nicht. Nein, sorry, aber. Sorry, das muss ich mal kurz ablaufen lassen. Da habe ich nicht die. Ja, ich weiß, es ist gescheitert. Da habe ich leider aber nicht die richtigen Leute für dabei. Wer kann denn während. Also sie schon mal nicht. Höchstens sie hier. Leave it to me. Er auch nicht. Sie I'll hier. Keep an eye on you. Weil, flipp, ne? Sie auch nicht. Weil sie hat auch nicht dieses Dings. Höchstens, die haben doch alle Schwerter, ne? Oder? Sacher Rose noch und hier sie hier, Nigang. Ich glaube, ich nehme sie hier noch, oder? Ja. Die haben alle hier dieses flipp. Okay. Ja. Not so hard. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich gehe nochmal hier hoch hin und dann können wir immer noch... ich habe irgendwie ganz dumm gedacht. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Keine Ahnung. Wieso... ja. Einmal bitte heilen. Ah, bist schon. Okay. Ich habe nichts gesagt. Einmal bitte nochmal hier hoch, dass wir darüber können. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Das können wir gleich ausprobieren, wenn wir rüberfliegen. Und zwar möchte ich gern was wissen. Da können wir auch sie gleich drinnen lassen. Hier rüber, genau. Nein, 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 nein. Das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Das ist der Angriff und dann... Oh ja, gut. Das hat sich jetzt gedünst. Also kann ich gar nicht irgendwie... Ja, danke, dass du gleich runterfliegst. Bitte nicht sterben. Okay, wir müssen nochmal so hoch. Ja. Dann kann ich vielleicht... Nein, kann ich nicht und sie ist auch... Toll. Das funktioniert auch nicht.
Das ist doof. Ich gehe nochmal kurz rüber. Weil mit so wenig Energie will ich sie nicht losschicken, außer habe ich Durst. Will was trinken. Moment, Spiel. Spiel, ich war noch nicht so weit. Okay, ist wieder geheilt. Wie mache ich das denn jetzt? Eieiei. Also ich habe eine Ahnung, aber irgendwie sind das, was ich mir läuft das, was ich mir vorstelle, nicht so, wie ich denke, dass es laufen wird. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es schief geht. Was? Ich hab's doch nicht ernsthaft jetzt geschafft mit dem eben gerade, wo Ember gestorben ist. Alter, willst du mich ja echt... Okay, cool. Also die Kettenreaktion hat tatsächlich ausgereicht und es hat nicht als Abbruch gegolten, dass ich halt wirklich weggegangen bin. Ich habe halt gedacht, okay, cool, kannst du gleich nochmal von vorne starten. Hat nicht... Okay, gut, dann nehme ich alles zurück. War super Idee. Ich meine, ich habe ja nichts verbraten dafür. Ich habe da den Charakter geopfert, zeitweilig. Ich meine, wir konnten sie ja wieder healen. Okay, das ist jetzt doch sehr überraschend. Jetzt würde ich gerne doch mal wieder mein Team ändern. Ich weiß nämlich nicht, was uns da trifft. Und dann hätte ich gern, hier wieder Kaya. Wo bist du? Da. Kaya. Dich würde ich tatsächlich sogar erstmal lassen. Und Dings hier, Kiki. Let's go. Time is against us. Was? Wieso? Wer sagt das? Wer sagt das, Süße? Wer sagt, dass die Zeit gegen dich läuft? Du hast so viel, du bist noch so jung und alles. Passt schon. Nö. Ich meine, jetzt haben wir auch keinen Zeitdruck mehr, weil, das mit dem, der kommt nur einmal mehr runter, hat sich dann wohl erledigt mit dem Archon, dem Gott da, der Gottheit hier, dem Geo-Gott. Ne, dass der nur einmal im Jahr runterkommt, das hat sich jetzt wohl erledigt. Der soll ja angeblich tot sein. Obwohl, er hat sich ja eigentlich noch bewegt. Okay. Let the show begin. Die ist halt komplett auf drauf, die Dings, ne? Die, Zhao, ne? Auch. Oh ja, cool, dass ich nicht wechseln kann. Was? Das war ich aber nicht. Ich schwöre, ich war das nicht. Freeze! Ich würde ihn gerne mal loswerden hier. Ach so, das war das. Okay. Ich bin gerade echt verwirrt. Das ist mir zu viel. Okay, das geht dann doch schon besser. Achso, ich darf halt nicht gegen die Wand kommen, ne? Ja, aber wir stehen hier alle ein bisschen ungünstig, ne? Let the show begin. Ich sehe nichts. Danke, dass ihr mich sehen lasst. Was für ein Noob ich eigentlich bin. Speed of light. Hey. Ich bin wieder so nervig, ich kann es sowieso nicht leiden. So Arenenkämpfe und so, ich bin so Face-to-Face-Kämpfer eher. I'll be fine. Ja, ja, komm mal hierher. Ja, das lief jetzt super.
push your luck. Dodge this. Ich hoffe ja, dass sie durch ihre Schnelligkeit doch ein bisschen punkten kann. Jetzt mal ganz kurz. Wer nur diesen Typen hier loswerden? Hier, den hier. So, jetzt will ich dich noch loswerden, gerne. Der ist zumindest super. So. Let the show begin. Cool it. Du bist auch ziemlich nervig. Oh, so sorry. Ich glaube, mal so ist ganz gut. Okay, ich müsste nochmal sie hier nehmen. Okay, das ist dich schon mal down. Cool it. Gut. Gut, zur Not mache ich das hier. Freeze. Und den hier. Ja. Das lief jetzt zwar nicht ganz so glatt wie geplant, aber auch wieder nicht so schlecht. Ich glaube, meine Typenkombination war schon, bis auf Ember jetzt, da hätte ich eher Dilek gebraucht. Ja, weiß man ja vorher nie. Gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, die Kombination kann ich, glaube ich, so an sich gut nutzen. Also Kaya, Ember, Kaya Kicking und Barbara. Barbarinski. Genau. Hier liegt nichts mehr weiter rum, ne? Da haben wir alles. Soweit ich guck nochmal immer tausendmal drüber. Aber hier, wir haben alles eingesammelt, ne? Was es so zum Einsammeln gibt. Hier liegt noch was, warte. Ah, Graben. Ja. Ich habe nichts gesagt. Also das Offensichtliche, was es zum Einsammeln gab, haben wir alles mitgenommen. Das Nicht-Offensichtliche ist halt nicht offensichtlich. Wir gehen erstmal hier hin und laden uns ein bisschen auf. Nö, und dann können wir immer noch rüber. So, ich habe mich heute auch mal dafür entschieden, mal wieder außerhalb der PlayStation aufzuladen. Ich glaube, das klappt mit dem Ladekabel ganz gut. Oder es liegt tatsächlich am Kabel. Dass das manchmal nicht richtig auflädt. Ein Controller steckt jetzt in der Steckdose und hat bis jetzt noch nichts gesagt. Er durfte aber auch aufladen. Ne, ich habe heute mal die meine Nicht-Lust dafür verwendet und habe gedacht, okay, gut, dann kannst du den auch so aufladen. Solange der anzeigt, dass das Licht ja orange ist, lädt er ja auf. Angeblich. Eigentlich. Sagt er ja auch an der PlayStation auch immer. Dass er angeblich auflädt und dann sagt er doch wieder, ah, ich bin nicht aufgeladen. Könntest du mich mal bitte... Ich glaube, ich mache schnell Reisen, ne? Ist denn hier? Oh, ne, doch nicht. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht mehr. Verdammt. Verdammt. Aber hier können wir kurz runter, nochmal kurz, erholen. Oder auch nicht. Und tschüss. Tschüssikowski. Na, das ist das einzige Gute an Zhao. Das hat sie natürlich nicht. Dieser Sprint halt, ne? Finde ich halt super cool. Also, vielleicht ihn noch mit reinnehmen. So als Typen-Kombinationsvorteil-Gedöns. Ne? Ja. Mal gucken. Dass ich dann das doch wieder so ändere. Sehen wir ja dann. Ne? Haben wir ja Zeit. Wir können das ja dann so nach und nach austüfteln. Was wir so als Kombination... Und ich habe den Stern gesehen. Ich habe ihn gesehen. Na, was können wir ja dann. Dafür haben wir auch mehrere, hier, sag schon, Slots, wo ich das dann wahrscheinlich dann doch verwenden werde. Mal. Oh.
damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Dann gehen wir doch mal hier hin und nehmen Zhao und gehen dann darüber. Ich glaube, da sind alle einig, ne? Da sind sich, glaube ich, alle einig. Mit mir zusammen, ne? Dass das die klügere Idee ist. Tatsächlich, ja. Nehmen wir gleich mal Ember raus. Und packen dafür Zhao rein. Und dann lassen wir die Gruppe auch und dann nehmen wir eine andere immer zum... Warte mal, nee, wir machen das mal so. Kaya, wo bist du? Kaya? I'm looking forward to this. We can do this. Zhao. Nein, nee, warte mal. Nein, hier kommt Keking erstmal hin. Something's come up. Und hier kommt Zhao. Conquering demons is what I do. Dann ist das unser Favorite, oh, das war doch gleich mal... Ja, sorry. So, ein auf den hier... Weiß? Genau, wollte gerade sagen. So. Da ist es. Genau, kommen wir gleich hier, schon mal hier den Sprint machen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel an Höhe verloren, dass sich das noch lohnt. Ich habe gerade nicht gerade perfekt reagiert. Ich habe ein bisschen wieder an Höhe verloren, ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bräuchte doch eine höhere Höhe. Ja, ich glaube, das ist ganz knapp. Ja, es ist ganz knapp. Ja, es ist... Komm! Ach komm, Zhao. Einmal ganz so hoch aufs Dach und dann einmal rüber. Ist, glaube ich, dann doch besser. Nö. Sehen wir dann. Das sehen wir ja dann. Okay, da geht es ja nämlich noch weiter hoch. Wissen wir ja. Aber hier. Oh, nein! Ich will ganz hoch hinaus! Nein! Das ist übrigens der Mann, der von der Klippe fiel. Nein! Ja. Ist natürlich doof gelaufen. Einmal hier hoch. Kannst du mich bitte hier hochziehen? Danke. So, jetzt kommen wir hier rüber. Genau. Ich muss halt gleich instant danach X drücken, sonst bringt mir das gar nichts. Ich verliere dann zu viele Höhe, als dass es mir irgendwie nützt, weil er dann absackt. An so einen leichten Absacker-Moment